Werner von Optimizely, seit einiger Zeit als Partnermanager bei Optimizely international tätig in Deutschland, international. Heute zu Gast und wir haben ein paar Fragen vorbereitet zum Thema Optimizely, zum Thema Conversion-Optimierung. Schön, dass du da bist. Vielen Dank schon mal. Danke. Für diejenigen, die vielleicht Optimizely nicht so kennen, magst du vielleicht kurz etwas erzählen über die Historie von Optimizely? Wo kommt ihr her? Wie habt ihr euch entwickelt? Wie ist die Geschichte? Ja, also die Geschichte fing eigentlich an, dass Pete Coleman und Dan Sirocca bei Google tätig waren als Product Manager. Und im Jahre 2008 gab es die Obama-Kampagne. Obama ist selber auf den Google Campus gekommen und hat damals auch schon erkannt, dass durch das Internet auch für politische Kampagnen unglaublich wichtig geworden ist. Wie das häufig so ist, ist die Politik bei digitalen Themen nicht unbedingt Vorreiter. Und Obama hat eingeladen, im Prinzip Google-Mitarbeiter an seiner Kampagne mitzuarbeiten. Und Dan hat das sehr wörtlich genommen, hat nach relativ kurzer Zeit seine Bewerbung eingereicht und hat sich dann letztendlich um die Webseitenoptimierung für die Kampagnenwebseite, für die Obama-Kampagne. Das Thema hat er übernommen mit großem Erfolg. Er hat eigentlich zwei Sachen während der Kampagne gelernt. Einerseits macht es einen riesen Unterschied, welche Motive ich zeige auf so einer Kampagnenwebseite. Ob ich Obama zeige, von einer großen Menschenmasse redend oder mit seiner Familie oder mit verschiedenen Motiven. Und er hat aber auch gelernt, dass es relativ komplex war und aufwendig, solche Tests und Optimierungskampagnen wirklich zu fahren. Und hat dann ganz einfach überlegt, zu sagen, da ist ein Markt. Ich kann einen großen Effekt erzielen und gleichzeitig ist es echt schwierig. Und dann kommen wir jetzt auch eigentlich schon zu der Kernidee von Optimizely. Die ist wirklich, Menschen zu befähigen, Daten zu generieren und daraus bessere Handlungsempfehlungen oder gute Handlungsempfehlungen abzuleiten. Und diesen Prozess wollen wir demokratisieren. Das ist eigentlich der Kern von Optimizely. Das heißt, ihr habt ein Tool für AB-Tests, für motivierte Tests im Bereich Conversion-Optimierung geschaffen und Obama war der Auslöser sozusagen, dass dieses Tool tatsächlich gebaut wurde. Absolut, absolut. Ja. Und auch wenn die Amtszeit von Obama dann demnächst zu Ende geht, ihr werdet weiter existieren. Ich glaube, wir machen noch ein paar Jahre weiter. Das ist eigentlich der Plan. So. Welcher ist euer Kundenfokus? Habt ihr eher den Fokus auf Enterprise-Kunden, Konzerne oder auf kleinere Unternehmen, Startups? Habt ihr da einen bestimmten Kundenfokus? Also wir kommen natürlich eher aus dem Bereich, dass User zunächst gestartet sind mit Optimizely, auch von kleineren Startup-Unternehmen, von Unternehmen, die digital affin sind. Was wir jetzt erreicht haben, ist, dass wir ein wahnsinnig breites Spektrum haben an Kunden. Wir haben wirklich das kleinere Startup aus Berlin, aus London, aus San Francisco, die erste Kampagnen oder Webseiten oder auch digitale Produkte optimieren wollen. Und wir haben auch sehr, sehr große Kunden. Ich nenne jetzt mal einen Priceline.com, einer der größten Lead-Generierer im Bereich Reise, der wirklich Milliarden von Reisebuchungen letztendlich pro Jahr generiert und die auch schon sehr, sehr weit sind letztendlich im Reifegrad. Beides können wir abdecken und auch alles dazwischen. Wir versuchen Optimizely das Leistungspaket so zuzuschneiden, dass es dem Reifegrad des Kunden gut entspricht. Ihr habt euch ja in den letzten Jahren oder seit Gründung extrem weiterentwickelt. Ganz am Anfang habe ich euch tatsächlich auch eher wahrgenommen als vielleicht eher günstiges Tool für nicht unbedingt Enterprise-Kunden. In der Zwischenzeit habt ihr euch gigantisch weiterentwickelt. Es sind wahnsinnig viele neue Features und Möglichkeiten dazugekommen. Ihr wart ja in dem Bereich Conversion-Optimierung nicht die Ersten auf dem Markt. Es gab vorher auch schon Tools, die auf dem Markt tätig waren. Wie würdest du Optimizely im Vergleich zu den anderen Tools abgrenzen? Was zeichnet euch aus? Was sind die besonderen Features? Was könnt ihr besonders gut? Ich bin natürlich kein Experte unbedingt für alle Wettbewerber, die wir haben. Aber was wir regelmäßig von unseren Kunden hören, ist, dass Optimizely sehr, sehr einfach ist oder nicht komplex, muss man vielmehr sagen, nicht komplex in der Umsetzung, im Handling, dass es Spaß macht, mit Optimizely zu arbeiten, Joy of Use, dass wir trotz dieser Einfachheit es trotzdem schaffen, eine sehr, sehr tiefe Funktionalität abzubilden. Also der Marketing-Mitarbeiter, der gerade eine Landingpage aufsetzt und schon einige Optimierungsideen hat, der ist genauso gut bei uns bedient wie der wirklich High-End-Conversion-Optimierer, der bei Zalando
um auch ein großes Unternehmen zu nennen, schon sehr, sehr, sehr weit ist im Reifegrad und sehr wirklich hohe Ansprüche an Werkzeug stellt. Also Einfachheit, aber gleichzeitig sehr tiefer Funktionalität. Ich denke, das ist was, was uns auszeichnet. Das sind so die Highlights an Features, würdest du sagen, die man sagen würde, die Top 3 Key Features, die Optimizely bietet? Also im Testing sicherlich ein sehr einfach zu bedienender, sehr robust zu handelnder Editor. Wir haben ein sehr, sehr umfangreiches Targeting, mit dem man Experimente sehr, sehr zielgenau aussteuern kann, auch in Verknüpfung, in logischer Verknüpfung miteinander setzen kann, um einfach ganz spezifisch Zielgruppen anzusprechen und Experimente auszusteuern. Und zusätzlich auf jeden Fall ist zu nennen unsere APIs, mit denen man programmatisch Experimente nicht nur aufsetzen kann, also man muss nicht mit dem Editor arbeiten, sondern man kann das auch über die APIs steuern, Experimente erweitern kann, deaktivieren kann, einzelne Varianten deaktivieren kann. Also man kann sich da auch als CAO-Entwickler sehr, sehr tief letztendlich einarbeiten. Und wir haben auch entsprechend die Dokumentation da, dass man sich sehr schnell einarbeiten kann. Es ist nicht selten so, dass Technologien sehr viele Möglichkeiten bieten, aber eine Frage ist dann auch immer, wie lange dauert es, mich darin einzuarbeiten. Und ich glaube, dass wir bei Optimizely diesen Prozess sehr, sehr einfach machen, weil wir einfach eine sehr gute Dokumentation haben. Ein Ziel von Tool-Entwicklern oder Tool-Betreibern ist ja gerade durch APIs oftmals eine Art Ökosystem zu entwickeln, dass auch andere Tools entwickelt werden, die an das Tool andocken. Gibt es da Beispiele bei euch? Also wenn du sagst, die APIs sind bei euch besonders stark und gut dokumentiert, gibt es da schon ein Ökosystem an anderen Unternehmen, die sich vielleicht gegründet haben oder entwickelt haben, die sich auf euren Daten aufsetzen? Ja, also als erstes ist erstmal zu nennen, dass wir über 40 Analytics-Anbieter haben, wo wir fertige Integrationen haben. Das heißt, für den Kunden bedeutet das, beispielsweise er arbeitet mit Google Analytics Premium, dass er bestehende Reports anwenden kann auf die Testergebnisse und Varianten aus den Tests direkt auch mit Google Analytics Premium auswerten kann. Das ist eine Plug-and-Play-Integration, die ist in einer Minute letztendlich aktiviert. Also diesen Prozess der Integration sehr, sehr einfach zu machen. Zudem haben wir letztes Jahr, das war im Herbst, Google Optimizely Canvas ins Leben gerufen. Und die Canvas hat letztendlich die Idee, eine sehr offene API bereitzustellen, wo verschiedene Funktionalitäten aus anderen Tools integriert werden können. Ein Beispiel ist CAO Workflow Tools, mit denen ich Testergebnisse, Resultate reporten kann, möglicherweise an Kunden, aber auch Freigabeprozesse steuern kann und auch eine Projektsteuerung in der CAO Roadmap vornehmen kann, spezifisch auf CAO-Projekte letztendlich. Da gibt es jetzt auch mehrere Anbieter, die jetzt gerade dabei sind, die API zu programmieren. Den Prozess versuchen wir zu unterstützen, eben durch die Optimizely Canvas. Ja, spannend. Es gibt immer Kunden, die... Anders angefangen. Natürlich möchte jeder und natürlich sollte auch jeder Conversion-Optimierung durchführen, idealerweise mit Optimizely. Eine Voraussetzung dafür, um sinnvoll und halbwegs agil und schnell testen zu können, ist eine Menge Traffic oder idealerweise eine Menge Conversions zu haben. Ihr habt ja die ganze Bandbreite an Kunden, von groß bis klein. Wie geht ihr mit Kunden um oder was empfiehlt ihr Kunden, die vielleicht nicht so viel Traffic haben, nicht so viele Conversions haben? Was sagt ihr denen, wie die am besten dann trotzdem erfolgreich Conversion Optimierung betreiben können? Also wir bei Optimizely sagen, ein Unternehmen sollte mindestens 30.000 eindeutige Besucher haben auf der Webseite. Das ist so wirklich so das Rock Bottom Level, was da sein sollte. Pro Monat. Pro Monat. Einfach der Hintergrund ist einfach, man will signifikante Ergebnisse haben. Ich kann natürlich testen, ich kann Tests aufsetzen. Die Frage ist immer, wie lange dauert es, um signifikante Ergebnisse zu haben, sodass ich auch die richtigen Rückschlüsse aus meinen Testergebnissen ziehen kann. Ne? Eine gute Vorgehensweise ist, wenn ich jetzt relativ wenig Traffic habe auf der Seite, zunächst erstmal zu schauen, an welcher Stelle habe ich dann den meisten Traffic. Das ist meistens natürlich die Startseite, kann aber auch eine Produktübersichtsseite sein, je nachdem, wie die Seiten verlinkt sind, je nachdem, welche Seiten beworben werden im Online-Marketing. Da wirklich zu schauen, was sind die 1 bis 3 Top-Seiten mit dem meisten Traffic und dort mit dem Testen anzufangen.
Und eine zweite Sache ist, dass man sagen sollte, wenn ich eine Testidee habe, dann sollte ich eine Variante so stark verändern, dass sie das Userverhalten stärker lenkt. Ich gebe mal ein Beispiel. Ein Online-Shop für Discount-Ware, wo User Produkte kaufen, wirklich um Geld zu sparen. Letztendlich, da kann es einen Riesenunterschied machen, wenn ich sage, Lieferkosten frei. Keine Lieferkosten versus Lieferkosten von 5,90 Euro. Ganz einfach, weil die User Geld sparen wollen. Die sind sehr preissensitiv. Das wäre zum Beispiel ein Test, der das Userverhalten sehr stark lenken wird. Und weil er das tut, werde ich auch schneller valide Ergebnisse bekommen, als wenn ich vielleicht nur das Suchfeld ein bisschen vergrößere oder nur eine kleinere Änderung vornehme. Also ich muss mich wirklich fragen, was ist eine Veränderung, die wahrscheinlich einen starken Effekt erzielen wird? Und dann brauche ich auch eine wesentlich kleinere Stichprobe letztendlich, um valide Ergebnisse zu haben. Kannst du vielleicht ein bisschen einen Ausblick geben in kommende und zukünftige Features, vielleicht Features, an denen Optimizely gerade arbeitet? Und gleichzeitig, als zweite Frage gleich danach, wie du oder wo du Optimizely in, sagen wir mal, 3 Jahren siehst, in welche Richtung siehst du den Conversion-Optimierungsmarkt und wie entwickelt sich Optimizely weiter und wo wollt ihr in 3 Jahren stehen? Ein Riesenthema ist natürlich bei uns Optimizely Personalisierung. Die gleiche Grundidee wie beim Testing. Über Personalisierung wird seit 10, 15 Jahren gesprochen im Online-Marketing. In der Digitalbranche, wenige machen es erfolgreich. Auch hier wollen wir hergehen und sagen, wir wollen das demokratisieren, den Prozess so einfach machen, so vereinfachen, dass im Grunde genommen jedes Unternehmen, das einen signifikanten Teil seines Umsatzes aus Online-Kanälen macht, personalisieren kann. Kannst du vielleicht für diejenigen, die nicht exakt sich vorstellen können, was Personalisierung ist, vielleicht in 3 Sätzen erklären, wie ihr Personalisierung seht? Ja, also vielleicht in Abgrenzung zum Testing. Beim Testing geht es erstmal darum, Ideen für die Verbesserung zu validieren, in der Regel für alle User an einer bestimmten Stelle. Man kann dann nachher hergehen und sagen, für weibliche User auf der Seite hat sich diese Variante bewährt und für männliche User ist die Variante besser. Jetzt komme ich natürlich in einen Konflikt und sage, was spielen wir denn jetzt aus? Letztendlich, weil wir können erstmal nur eine Variante ausspielen. Jetzt kommt Personalisierung ins Spiel, wo wir sagen, wir zeigen Männern Variante A, Frauen zeigen wir Variante B, etc. Da kann ich hergehen nach demografischen Kriterien, gezielt auszuspielen. Ich kann nach Kundenhistorie ausspielen, alle möglichen Daten, die mir schon vorliegen, letztendlich zusammenführen und aktionieren, indem ich möglichst relevante User-Erfahrungen für eine bestimmte Zielgruppe ausspiele. Und das ist eben möglich durch Personalisierung. Das ist auch das Ziel. Ja, jetzt schon bei euch. Das stimmt. Wo ist wo seht ihr euch in 3 Jahren, wenn du in die Zukunft guckst? Also die Personalisierung oder der Launch des Personalisierungsmoduls war ja ein recht großes Ding. Aber gibt es ähnliche große Dinge, an denen ihr gerade arbeitet? Woran wir gerade arbeiten, ist Server-Side-Testing. Ein wichtiger Hintergrund beim Server-Side-Testing ist, dass wir gerade von Kunden aus Europa das Feedback bekommen, dass man selber Herr über die Daten sein möchte. Gerade Versicherungskonzerne, gerade Banken tun sich da sehr, sehr schwer, auch aufgrund der Banken- und Versicherungsregulierung. Also sie bekommen es auch vom Gesetzgeber letztendlich vorgeschrieben. Und wir sehen da einfach eine Riesenchance, auch diesen Markt noch besser bedienen zu können und auch eben auf dieses Bedürfnis sehr gut eingehen zu können. Server-Side-Testing ist derzeit in der Entwicklung. Ich kann jetzt noch keine stichhaltige Information geben, wann es bereitstehen wird, aber wir rechnen damit, dass wir in Q3 die ersten Winterkunden zu Server-Side-Testing haben werden. Grundsätzlich wird die Reise dahin gehen, dass wir immer stärker auch Offsite-Daten mit einfließen lassen können in Personalisierung und in Testing und auch entsprechend es vereinfachen, diese Datenverknüpfungen herstellen zu können. Jetzt ist es so im Moment, dass wir über APIs Daten integrieren können. Wir haben sowas gelauncht wie Dynamic Customer Profiles, wo man verschiedene Datenquellen verbinden kann zu einem einheitlichen Kundenprofil, letztendlich einem Alias. Aber diesen Prozess werden wir anstreben, noch zu vereinfachen. Sodass im Idealfall ein nicht technischer Marketing-Mitarbeiter solche Integrationen vornehmen kann oder zumindest ein Stück weit das selber umsetzen kann. Und das ist eine große Herausforderung. Ja, absolut, aber sehr, sehr spannend.
Ihr seid ja als Technologieanbieter unterwegs und bietet keinen Full Service an, sondern stellt im Grunde das Tool den Nutzern zur Verfügung, arbeitet in dem Rahmen auch mit Partnern zusammen. Mhm. Unter anderem gab es ja am Anfang des Jahres die Pressemeldung, dass wir als Tracken auch 3-Sterne-Partner geworden sind und wir seitdem auch sehr, sehr eng und gut zusammenarbeiten. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie so ein Partner, wie eine Zusammenarbeit aussieht und was die Besonderheiten auch in der Zusammenarbeit zwischen Optimizely und Tracken ist? Ja, also es ist wirklich eine symbiotische Beziehung zwischen Optimizely als Technologieanbieter und den Partnern, weil ich vergleiche das immer gerne zwischen, es ist eine ähnliche Beziehung zwischen einem Schreiner oder einer Schreinerei und einem Hersteller von Werkzeugen. Ja? Also um einfach einen tollen Schrank bauen zu können, da brauche ich Top-Werkzeuge, da brauche ich einen super Hobel, da brauche ich eine tolle Säge etc. Aber man muss natürlich auch das Handwerk verstehen. Und es braucht einen sehr guten Handwerker, um einfach die Top-Möbel bauen zu können. Und das ist wirklich, denke ich, eine passende Analogie auf das, was wir aufgebaut haben als Partnerschaft. Wir sehen ganz klar, dass Kunden, die mit sehr erfahrenen Experten zusammenarbeiten, viel schneller und viel bessere Ergebnisse haben. Nicht nur beim Uplift, also wirklich die nackten Zahlen, beim Umsatz, beim Deckungsbeitrag, was auch immer die KPIs dann sind, sondern auch bei den Erkenntnissen, die sie gewinnen. Ein zweiter großer Benefit ist beim Testen ist, dass ich mehr erfahre über meine Zielgruppe, um neue Verbesserungsideen zu generieren. Und da sind einfach spezialisierte Experten prädestiniert, letztendlich das meiste aus Testing rauszuholen. Und so ergibt sich eigentlich eine sehr gute Beziehung zwischen Partnern und Optimizely. Und was wir einfach ganz klar sehen, ist, dass Tracken jahrelang Erfahrung hat im Testing. Man hat es auch gesehen, wie schnell ihr euch eingearbeitet habt. Auf der Plattform auch schon fortgeschrittene Experimente in kurzer Zeit umgesetzt habt. Man sieht einfach, ihr habt jahrelang schon Testing sehr intensiv betrieben. Und ja, das ist eigentlich für uns ein idealer Match. Wunderbar. Werner, vielen, vielen Dank. Super. Hast du am Ende noch etwas zu sagen, was du loswerden möchtest? Also ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit euch. Es macht echt Spaß. Super. Wir uns auch. Macht Spaß. Vielen, vielen Dank. Gerne.